Rola 43636. Hallo Kollege, du bringst heute die Rola 43636 der Ralpin AG auf dem letzten Teilstück von Weil am Rhein, Rangierbahnhof, nach Freiburg-Güterbahnhof ins dortige Rola-Terminal. Rüste deinen Zug auf und mache dich startklar. Deine Zugdaten: Zuglänge 457 Meter, Zuggewicht 1253 Tonnen, PCB Zugart M, Fahrmax 100 Stundenkilometer, gute Fahrt. Hinweis: Die Wagen bremsen trotz Fix und Onkel Matze nicht besonders gut. Fange daher relativ früh an mit dem Bremsen, sodass du nicht unbedingt über HP0 rutscht. Muss nicht unbedingt sein, oder? Zum Fortfahren bitte das Fenster schließen. Ja, und damit Servus und Grüße euch zu einer weiteren VTM im Train Simulator 2020 auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dann werden wir, wie hier angesprochen, einmal den Zug aufrüsten und startklar machen. So, dann schauen wir mal da. Stromabnehmer ist schon gehoben, 15 kV Vordrahtspannung liegen an. Der Hauptschalter ist auch schon eingeschaltet. Wenn wir jetzt mal mit Shift 7 die PZB einschalten, mit Shift 8 einmal die PZB aktivieren, Shift 7 natürlich die SIVO. Da müssen wir mit Steuerung 8 die PZB in die mittlere Zugart umschalten. Das können wir gleich mal abdimmen. Instrumentenbeleuchtung, Zugspitzenlicht einschalten, Shift und 6 für die LZB, dann machen wir uns noch die AFB ein, stellen wir uns für die Ausfahrt nochmal 40 ein, Fahrtrichtungswender nach vorne, das ist ein Schalterchen zu viel, haben wir gesehen, wie im Auto ist schon ein blaues Licht, die Nebelscheinwerfer waren an, also komplett aufgeblendet, das wollen wir ja nicht haben, so normales Zugspitzenlicht reicht uns ja aus. Hier einmal die schöne BLS Cargo 006, die 485006, BLS Cargo, die Alpinisten mit einer rollenden Landstraße, die werden wir uns in der Vorbeifahrt dann des Öfteren mal angucken können, schauen wir uns aber dann hier an, was so alles an Anhängern hinten drauf ist. Hier einmal der Passagierwagen, BMZ oder sowas, glaube ich, sein. Der ÖBB, ein BCMZ. Wäre sogar für 160 zugelassen, aber das lassen uns die Auflieger nicht zu. So, und hier geht es dann auch nochmal kurz in einem schnellen Abflug einmal die ganzen Auflieger, die hier dranhängen oder die aufgeladen sind mit den Trailern. Ah, haben wir die HL noch dabei. Bis ganz nach hinten durch. Hier sind ein paar leere. Und zum Schluss Luciano, oder steht ein Intercity hier bei der Abfahrt. Oh, schöner Steuerwagen mit IC-Logo am Fahrer zu erkennen. Ist einmal von Train Team Berlin, also ein TTP-Paket. Mal ein bisschen weiter rüber gucken und schauen, welche Lok denn hinten dran schiebt. Standardmäßig wieder eine 101er. Schauen wir mal, was für eine Lackierung oder Folierung das Ganze noch, das ist aber gut gefüllter Zug. So, wie es immer so schön heißt, das ist ein guter Fernverkehrszug oder ein schlechter. Nein, es ist ein guter Fernverkehrszug mit vorhandenem Bordrestaurant, Bordbistro und die 101er in der Europa Zug um Zug Folierung. So, die dürfte uns aber nicht bei der Ausfahrt hier behindern. Schauen wir mal wieder nach vorne. Schätzen wir, dass hier in der Einfahrt dann noch uns ein Zug entgegenkommen wird. So, hier links sehen wir unseren Intercity, der Richtung Freiburg fährt, sich dann auf der Schnellfahrstrecke durch den Katzenbergtunnel machen wird. Und wir sehen hier schon in der Einfahrt vom Bahnhof einen Kollegen, der mit seinem Güterzug hier reinkommt. Aber auch sehr schön, nur in dieser Strecke von Freiburg Basel Reloaded. Hier spielen wir ja die Final Edition, also die Abschlussedition von Rail Designs von Matthias oder vom Onkel Matze. Ich kann
kann euch die Strecke natürlich auch gerne in der Videobeschreibung verlinken. Die Aufgabe ist sowieso, da wird jetzt auch noch was dazu sagen wollen. 186er mit dem schönen Taschenwagen. Der V-Aufliegern dazu. Gelenktaschenwagen heißt es ja genau. Sieht also immer irgendwo dazwischen. Man meint immer, dass ein Auflieger auf einem Waggon drauf sitzt, aber es ist nicht so. Man sieht also hier einmal eine Kupplungsstelle und dann dazwischen das Gelenk mit dem Drehgestell. Also immer zwei Auflieger sind praktisch auf einem Wagen-Set. Da sieht man dann auch die andere Möglichkeit mit diesen Bohlen, die man hier sieht bei den leeren Waggons sehr schön, die eben dann aufgelegt werden können, um eben an normale Tankcontainer oder normale Container zu transportieren mit den Taschenwagen, also auch das ist möglich. Dann würde ich es mal geben, begeben uns mal schleunigst hier in unseren Arbeitsplatz. Da haben wir eh noch keine Ausfahrt. Die Anmerkung vorhin, wo man ein bisschen mit dem Bremsen aufpassen muss, sieht man also oder löst sich wie folgt auf. Das ist eine DTG-Baureihe 185. Die hat nämlich dann, oder ist es das Modell mit den vier Stromabnehmern oben, die man ja dann eben eigentlich für diese 185er braucht, da sie eine Mehrsystem-Lok ist aus der Schweiz kommt und dort eben die andere Stromabnehmer-Konfiguration gefahren wird mit schmäleren Schleifstücken. Es ist also für den grenzüberschreitenden Verkehr eben notwendig, dass eben hier die Lok mit den passenden unterschiedlichen Stromabnehmern vorhanden ist. Irgendwo höre ich noch eine Lok vorbeifahren. Da kommen sie. OSBB Cargo International. Eine 189er. Für jetzt die normalen Containerwaggons. Und den Mod oder die Umsetzung gibt es eben auch. Das ist eine Kombination aus einer DTG 185 aus dem Steam Workshop und der Virtual Railroads 185.2. Das ist also praktisch in die, ich weiß nicht wie genau das es gemacht hat, entweder hat er einfach in die DTG 185er den VR-Führerstand eingebaut, gehen wir davon aus, nur die guten Bremsen aus der VR-Lok haben nicht umgesetzt. Das merkt man also, wenn man wirklich die Lok einmal selber fährt im Train-Simulator und kennt halt die 185.2, merkt man halt, wie schlecht das die im Vergleich dazu bremst. Man muss also schon ziemlich vorausschauen vorne und rechtzeitig das Bremsen beginnen, damit man eben nicht über ein HP0 drüber rutscht, wie es im Starttext angekündigt war. So, jetzt schauen wir mal, wenn der Kollege die Ausfahrt verlassen hat oder hinten uns den Block frei macht, dürfte uns der Fahrdienstleiter hoffentlich ja auch mal die Fahrstraße legen und das Signal dann auf Fahrt umschalten. Ausfahrt sind wir ja oben am Geschwindigkeitshinweis am Signal mit 40. Dann sieht man noch den schönen alten Wasserturm. So, dann schauen wir mal, wann wir hier mal losfahren dürfen. So, zur Aufgabe nochmal. Die Aufgabe ist vom User Sübex. Gibt es auf Velomanie. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Wie gesagt, ich verlinke euch gerne die Strecke. Die Aufgabe natürlich sowieso und das Repaint, das man dazu braucht, wobei das ja in der README-Datei die Aufgabe eh drinnen ist. So, jetzt haben wir Ausfahrt. Die Aufgabe nennt sich, so, jetzt schon mal ein bisschen Leistung auf, hier mal auf, oder mal sagen so, Zuglängemesser brauchen wir noch nicht. 80 kN nochmal, um den Zug einmal zu strecken. Also über die ganzen Kupplungen einmal gestreckt ist, so, schauen wir mal, wann sich der letzte Wagen bewegt. Na, hinten fahren wir. Hinten haben wir Mercedes drauf, also der Stern am Ende sozusagen zwischen den Zugschlusstafeln schaut auch sehr interessant aus. Links und rechts die Zugschlusstafeln und in der Mitte haben wir einen Stern. So. So, die Aufgabe, wie gesagt, nochmal heißt Roller 43636 nach Freiburg.
So, wir könnten uns aus der PCB, aus dem Wechselblinken befreien, müssen wir aber nicht, weil die Ausfahrt hier sowieso mit 40 ist. Das heißt, im Wechselblinken dürfen wir nicht schneller fahren wie 45 Stundenkilometer, also ist noch alles in Ordnung. Und bis wir mal auf der Strecke oben sind, dürfte sich der restriktive Modus automatisch selbst befreit haben. Ich weiß nicht, wie man das im Fachjargon nennt, wenn man sich also nicht, sage ich mal, selbstständig aus der PZB oder aus diesem restriktiven Modus bzw. Wechselblinken befreit, sondern wenn das die Lok durch die Zeit eben dann automatisch macht, wie man das genau nennt. Falls jemand oder ein Triebfahrzeug für dich das Ganze anschaut, kann er es ja gerne oder bitte als kleinen Kommentar mal posten, wie man das Ganze dann im Fachjargon, wie es so schön heißt, nennt. Dann würde ich sagen, schalten wir hier mal für den Anstieg so mal auf 180 kN auf. Können wir mal den Zuglängemesser betätigen. Über dem 60er Ankündiger sind wir eh schon drüber. Aber normalerweise dürfte sich in der Ausfahrt auch wieder das Ganze mit, na, man sieht schon am Vorsignal, langsam Fahrt erwarten, also bleiben wir einfach mal auf den 40. Hier sind wir auch nochmal, ab da ist die 60. So, Vorsignal mit NE2-Tafel unten am Signal. Das liebe Vorsignal will natürlich Zugbeeinflussung mit PCB wachsam bestätigt werden. So, Zugsammelschiene noch einschalten. Muss es ja hier nicht, aber oft schon mal besprochen worden, dass ja auch Vorsignalwiederholer bestätigt werden sollten. So, aufgenommen in der LZB sind wir auch schon. Sieht also, die PZB ist ausgeschaltet, die LZB ist eingeschaltet oder hat sich aktiviert. Auch zu erkennen an dem Ü-Leuchtmelder hier links. So. Langsam fort und langsam fort erwarten. Braucht man nicht mehr bestätigen mit der PZB. Nochmal ein Intercity hier bei der Fahrtrichtung Basel. Einer normalen 101 im Verkehrsrotorlackierung. Der Zug gewesen sein, der uns warum das Signal auf Halt erwarten stand, das Vorsignal. So, dann fahren wir hier mal wieder durch unsere Baustelle. Tja, ähnlich wie Stuttgart 21 oder der BER, die Ewigkeitsbaustelle hier. Auch in der Final Edition von Freiburg Basel nicht fertiggestellt. So, Fahrsollstellung ein bisschen hochstellen. Haben wir ja noch 500 Meter, bis wir 60 Stundenkilometer fahren dürfen. Jetzt ist es erlaubt. Störung. So, es schaut jetzt aus, wenn wir durch den Katzenbergtunnel fahren dürften. Ich glaube, das ist jetzt von dem Gleis aus nicht mehr möglich, auf Schnellfahrstrecke abzuzweigen. Nein, der zweigt nämlich hier schon ab. Also
Sehen wir also hier rechts die Abzweigung geht auf die Schnellfahrstrecke in den Katzenbergtunnel. Hier fahren wir die alte Strecke. Das ist ja auch eine landschaftlich sehr schöne Strecke. Noch im Gegengleis unterwegs. Mal schauen, wann die nächste Weichenverbindung ist, die uns den Wechsel ins Regelgleis nach rechts erlaubt oder ermöglicht. Nur Tempo 60. Fahrsoldstelle mal auf 60 einstellen, das reicht ja. Wir dürften zwar hier Streckengeschwindigkeit fahren, aber in ja gut 1,5 Kilometern müssten wir eh wieder auf 60 runterbremsen. Also bleiben wir bis dahin auf 60, würde ich sagen. Es wäre zu die nächste Frage, wie das im reellen Triebfahrzeugführerleben ist. Beschleunigt man wirklich für so einen kurzen Streckenabschnitt dann hoch? Oder bleibt man einfach, wenn man weiß, dass man sowieso in einem oder eineinhalb Kilometern wieder auf 60 runter muss, einfach auf der Geschwindigkeit, oder beschleunigt man dann wirklich, sage ich mal, auf 100 hoch und bremst dann wieder runter? Weil man wahrscheinlich die Hälfte Zeit der Strecke mit Beschleunigen beschäftigt ist und die andere Hälfte dann mit Abbremsen wieder. Vorsignal erkennen, Geschwindigkeitsänderung in einem Kilometer auf 60. Einen schönen Garten hier. Muss es auch schön gemütlich machen. Beim Kaffeeklatsch, ja genau. Beim Kaffeeklatsch kann man die rollende Landstraße im Vorbeifahren bewundern. Die Wäsche hängt noch draußen irgendwo zum Anfang. Solange es nicht zu regnen beginnt, ist ja alles in Ordnung. Schönen kleinen Details abseits der Strecke. Die waren wahrscheinlich auch froh, wie die Neubaustrecke geöffnet worden ist und da eine Schallschutzwand eingebaut worden ist, dass der ganze Verkehr nicht mehr über die alte Strecke läuft. Das ist, glaube ich, für so Anwohner dann auch angenehmer. So ab und zu, dass man den nennen wir es mal Bahnlärm, gar nicht mehr hört, wenn man da schon jahrelang an der Strecke wohnt. Irgendwann ist man das schon gewohnt, glaube ich. Aber ab und zu ist es halt doch so, man kennt es ja selbst, wenn man nachts schlecht einschlafen kann, dann hört man ja jeden Floh husten und jeden Grashalm wachsen. Das ist natürlich auch ein vorbeifahrender Zug, ein störendes Erlebnis, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Störung. So, dann schauen wir, wenn wir hier mit unserem Zug durch sind. Da haben wir eh schon wieder 80 mit 3 GPAs, also mit einem Geschwindigkeitsprüfabschnitt, hat man gesehen. Dann würde ich auch sagen, hier reicht es, wenn wir mal auf die 80 beschleunigen, so. Das unter dem Fahrsoldsteller wieder, jetzt passt das Ganze schön.
schauen wir mal, ob wir denn hier eine schöne Vorbeifahrt bekommen. So, unsere schöne BLS Cargolok. BCNZ dahinter. Nicht komplett beladene rollende Landstraße. Schöner Gegenzug, genau das Bild. Der hat die Videokamera gesehen und hat sich gedacht, ich will auch ins Fernsehen. Da fahre ich doch einmal schnell durchs Bild. So ein kleiner Schlingel. Oh, was haben wir denn da schon stehen? Eine Vectron. Eine Diesel-Vectron. Das ist genau für eine Baureihenbezeichnung. Die E-Versionen wären die 193 und die 192 bei der Smartron die 2. Baureihe 247. Ich bringe hier nicht wirklich etwas Scheinwerfer aufzublenden, aber es ist ja nur ein kurzes Tunnelstückchen. Kein Jäger auf dem Hochsitz. Die 90er Tafel auf der rechten Seite. Hier wird ja eh alles signalisiert durch die LZB. Können wir trotzdem mal den Zuglängenmesser verwenden. Na ja, und da haben wir ja schon eine Vectron von MRC. Auch wieder mit schönen dekorierten, künstlerisch wertvollen Waggons, wie wir gesehen haben. Da haben sich wieder ein paar Graffiti-Künstler dran versucht und verewigt. So, gut, das bringt jetzt eh nichts. Können wir die Geschwindigkeit mal runterlaufen lassen, weil wir eh auf 70 runter müssen. Leistung wegnehmen und schauen, ob die Lok schön ausrollt. E-Bremse. Ja. Störung.
Ja, ein bisschen mehr anziehen an der E-Bremse. Das sollte doch passen, hoffentlich. So, Leistungsregler wieder auf 80 kN, na, ein bisschen zu schnell, das ist alles in Ordnung. Auch gut in der Kurve die Lok, würde ich sagen. Ne? Unser Sternchen noch sehen, unseren Abschluss Mercedes, da kommt er ums Eck. Der Benz am Ende. Den auf 100 hochstellen. Und dann da gehen wir einmal 200 kN. Geht so, glaube ich, etwas bergauf. Ja, 1,2 Promille Steigung. Auf der Seite. Da kam sogar ein Auto rückwärts. Etwas leer die Straße hier, aber schon war da auch was los. So, der User Sübex hat es ja bei der Aufgabe eh geschrieben. Die Rola Landstraße, diese Aufgabe ist ja am 12. April im Forum oder auf Velomanie erschienen. Kurz nach dem leider tragischen schweren Unfall, der ja am 3.4.2020 war, mit trollenden Landstraße, ja, in der Nähe von Augen, kam ja eh vorbei. Ist allerdings in der Gegenrichtung gewesen, also die Rolle der Landstraße, mit der leider dieser schwere Unfall passiert ist, wo ja der Lokführer tödlich verunglückt ist. Ist ja von Freiburg nach Basel unterwegs gewesen. Hat die Aufgabe aber schon 3 Wochen bevor der Unfall war, fix und fertig gehabt oder eben in Planung und Bau gehabt. Hat sie ihm aber trotzdem nochmal trotzdem veröffentlicht. Kann man das Ganze dann immer auch an im Andenken oder im Gedenken an den Triebfahrzeugführer eben auch fahren oder eben auch hier mal zeigen. Ich kann das zu kurz dann auch nochmal erwähnen, wenn wir an der Unfallstelle sind. Hier sieht man also den Aus- oder Einfahrt des Katzenbergtunnels. Nicht einmal stehen bleiben. Ich habe gedacht, dass wir hier vielleicht eine Zugkreuzung abwarten müssen. Es scheint alles für uns in Ordnung zu sein. Mein Kollege, der eine Menge Holz transportiert. Abzweigung oder Einmündung, je nachdem, wie man das Ganze hier nennen will, ist ja auch so eine
ja, sagen wir mal, fast berühmte Stelle, wo man ja Zugüberholungen oder Zugkreuzungen abwarten muss. Hier rechts sieht man ja die Schnellfahrstrecke. Sollte also da natürlich jetzt ein ICE oder ein Intercity kommen, muss der Güterverkehr natürlich warten. Also genauso aus Richtung Freiburg kommend, wenn hier ein Personenzug Richtung Basel unterwegs wäre, müssten wir natürlich auch hier warten, weil der ja unsere Fahrstraße kreuzt, um Richtung Katzenberg-Tunnel abzuzweigen. Hier sieht man die reichen Einmündungen. Aber alles in Ordnung. So, ab hier werden dann 160 erlaubt. Die dürfen mit mir sowieso nicht fahren. Die Lok wäre für, ne, sieht man gar nicht. Doch einer 440 zugelassen. Das einzige Fahrzeug oder Waggon, der 460 zugelassen wäre, wäre unser Personenwaggon, der dahinter dran hängt. Ja. Tacho wird zumindest bis 160 gehen, aber ist ja nicht erlaubt, wie wir gerade am Lokkasten gesehen haben. Weil ich gar nicht weiß, ob das außen dann auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Lok bezeichnet oder ob das nur die Abschleppgeschwindigkeit ist. Das heißt, wenn man die Lok in einem Zugverband kalt oder defekt mitschleppen würde, ob die dann auch noch eben mit maximal 140 abgeschleppt werden dürfte. In einem PBZ zum Beispiel überführt. So. Grün blinkendes Signal, die Unterführung, durch die wir kurz mal makrofonieren. Die Unterführung, unter der wir gerade durchgefahren sind, wie wir also hier sehen, ist also die Unglücksstelle. Hier ist eben ein Brückenteil abgebrochen und auf die Strecke gefallen und der entgegenkommende Triebfahrzeugführer mit der rollenden Landstraße konnte eben nicht mehr rechtzeitig bremsen und ist eben leider in dieses Betonteil reingefahren. Kann nicht da auch noch wieder vom Glück und Unglück sprechen, muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn man überlegt, dass hier eine Menge ICEs und Personenzüge unterwegs sind, wäre das wahrscheinlich sehr böse ausgegangen. Kann man nur wieder an den Unfall von Eschede zurückdenken oder erinnern. Schöner Leerzug. Also Freiburg-Basel, muss man sagen, ist durch das Reloaded-Update vom Matthias auch eine der schönsten Strecken, die es im Train-Simulator gibt. Wenn man nachschaut oder wenn man sich das mal anschaut, eigentlich sehr wenig Strecken, die eigentlich im Originalzustand wirklich sehr gut sind, die nicht abgedatet werden oder reloaded oder so oder upgraded oder reluxed werden müssen, wie auch immer. Kollegen. Dass zum Beispiel Münster-Bremen so eine der Strecken ist, die im Original schon wirklich sehr, sehr gut sind. Oder Konstanz-Villingen.
zwei Strecken zu nennen. Hier, wo unser Kollege stand, ist eine, sagen wir mal, markante oder oft genutzte Ausweichstelle bei Szenariobauers. Also auch ab und zu schon mal warten dürfen auf Zugüberholungen. Im Moment, auch hier sind wir gut durchgekommen. Bin aber mal gespannt bei der Einfahrt Richtung Güterbahnhof in Freiburg. Bei dieser Abzweigung, wie es da ausschaut, ob wir da auch gut durchkommen oder ob wir da mal stehen bleiben dürfen. Obsternte, so wie es ausgeschaut hat, werden mit Äpfel gepflückt. Sind dem Treibhaus wahrscheinlich gezüchtet wird, schöne Blumen oder was denn da alles drinnen ist. Schaut so außen noch schönen Rosen aus, gell? Oder Tomaten, könnte natürlich auch sein. Könnten Tomatenstreuer sein, kann man nochmal reingucken. Na, schaut mir noch Tomaten aus, der Saison. Rosen schauen noch ein bisschen anders aus. Das dürften Tomaten sein. Eigentlich nur Güterverkehr unterwegs. Oh, eine schöne. Auch wieder ein schöner Mix aus Taschenwagen und Containern. Und Tankcontainern. PS auf der Weide unterwegs. Eine Menge PS, müssen wir jetzt mal durchzählen, wie viele PS das da auf der Weide stehen. Jetzt sind wahrscheinlich mehr PS dran vorbei. Schön, wenn wir diesen Kurven durchfahren, wenn man sieht, wie sich die Waggons noch durch die Kurve schlängeln. Und Sperrmüll aus. Doch an der Tür stehen. Ennistonhaus. Aha. Da ist schon der Blick auf die Bahnstrecke hier vom Parkplatz. Immer wieder schön sein, wenn man mit der Kamera in Außenansicht ein wenig Trainspotting machen kann im Train-Simulator. Viel Güter hier unterwegs heute, oh, schöner Mischerzug. Wenig Personen, viel Güter. Thank you.
Geschwindigkeit, Änderungen, die uns eigentlich nicht betreffen. Alles jenseits der 100 ist für uns sowieso unerreichbar. Oder nicht erlaubt, so muss man sagen. Es ist wirklich eine sehr schöne, ruhige Fahrt, eine sehr schöne Aufgabe. Oh, das nimmt aber einen guten Blockabstand. Ah, doch haben wir ja Regio. Hm? Kaum spricht man darüber, schon denkt sich der Train Simulator, der Spieler will einen Regionalzug sehen. Dann bauen wir ihm doch schnell einen Regionalzug. Das ist Live-Gaming. Die Kilometer schon runterzählen. Ne? 18 Kilometer haben wir noch. Jetzt der einzige Halt, der uns ja noch erwarten könnte, die Abzweigung vom Hauptgleis hier, also Richtung Hauptbahnhof Freiburg geht, zum Güterbahnhof, zum Rollerterminal runter. Das ist ja wirklich ein guter Blockabstand, da kommt schon der nächste. Schauen wir wieder, was er dranhängen hat, sonst würde ich jetzt mal so pauschal sagen, es ist eine Menge Holz unterwegs, aber den haben wir ja schon vorbeifahren gesehen, unseren Holzzug. Jetzt sind eine Menge Autos unterwegs, oder? Ja. Naja. 3x0. Halt erwarten. Würde ich auch sagen, nehmen wir die Leistung schon mal weg. Zählt runter 3 Kilometer. Die Strecke ist ja wirklich sehr gut befahren, muss man sagen. Ha? Schauen Sie sich das an. Oh, eine Doppeltraktion. Gute Zuglänge, gut gefüllt wahrscheinlich, die Tankwagen, die Kesselwägelchen. So, sollten wir vielleicht mal bisschen schon mal an der E-Bremse ziehen. Kilometer. Die E-Bremse ein bisschen besser funktioniert in dem Gefährt. Obwohl, ich glaube, die dürfen wir doch etwas
schon eine Stufe oder eine Raste weiter anziehen. Ja, wieder umgeschaltet, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, wir dürfen ja so wieder Leistung aufschalten. Hat ja gewechselt von 3x0 wieder auf 110. Auf 80. Das dürfte dann wahrscheinlich die Abzweigung sein, die angesprochene. Zu stark bremsen. Müssen wir einfach mal ein bisschen ausrollen. Dürfte oder müsste ja auch die AFB in Verbindung mit LZB automatisch regeln. Aber wir wollen ja nicht ganz umsonst hier im Führerstand sitzen und ein bisschen was machen. Bremsen wir ruhig ein bisschen selbstständig und manuell runter auf die 80. Gerade aus der Abzweigung rausgeschält haben. Schöne SBB Cargo Lackierung. So, der Vorankündiger für die 80. Ab hier dann eben die 80. Leistung aufschalten, da würden so 120 kN reichen. Und einmal links weg. Auch hier wieder ein schönes Plätzchen. Dann ist immer so aufgefallen. Schöne Gartenlaube. Jetzt muss man was aufpassen, weil jetzt ist dann in der Einfahrt haben wir dann sowieso beim LZB Ende, genau. Das Ganze muss bestätigt werden. Einmal ein bisschen rollen lassen. Jetzt müssen wir dann sowieso wieder einmal den AFB-Fahrsollsteller in die Nullstellung runternehmen und wieder hochschalten, wenn wir beim LZB-Ende durch sind oder wenn wir das LZB-Ende erreicht haben. Sollstelle noch 0 nehmen.
kurz warten und dann wieder hochregeln. So. Schauen wir mal ein bisschen Leistung auf. Ich will jetzt das letzte Teilstück einfach noch mit 80 zu Ende fahren. Weit haben wir ja nicht mehr in unser Terminal. Macht jetzt wahrscheinlich auch wenig Sinn, hier wieder auf 100 hoch zu beschleunigen. Da ja dann ein Vorsignal kommen wird, das uns ja mit Sicherheit auch langsam Fahrt oder Halt erwarten ankündigt. Und da müssten wir sowieso jetzt wieder hochbeschleunigen auf 100 und dann wieder auf 70 oder unter 70 runterbremsen. Für die mittlere Zugfahrt, also fahren wir einfach einmal nur mit Tempo 80 weiter. Dass wir sogar die Leistung schon wegnehmen können. Mal einen Blick in die Ferne riskieren. Da ist ein kleiner Anstieg drinnen. So ein bisschen Leistung aufgeschaltet. Ferne ist das Signal schon zu erkennen. Ah, sehr schön hier an dieser Brücke hier. Schöne Schrebergärten. Am gefällt diese markante Brücke mit diesem Ausschnitt hier für die Oberleitungen. Sehen wir auch schon unser Vorsignal, das uns langsam fort ankündigt. Ein bisschen abbremsen. Ein bisschen mehr abbremsen. Jetzt bewachsam. Zum Umschlüssig, weil normalerweise müsste langsam fort ohne zusätzliche Geschwindigkeitsankündigung heißen 40. Können wir ganz kurz mal dann auf den F3-Monitor gucken. So, hier haben wir Halt erwarten, also auch dieses Vorsignal natürlich mit PCB wachsam bestätigen. Ja, haben wir zu schnell dran, habe ich auch. Ich dachte es mir schon, ne? Aber die 40 werden jetzt dann beim Erreichen der Weiche ungefähr erreicht sein. Da ist ja alles gut. Weichenlaterne, einmal Pfeil nach links, einmal hier rüber. Nächste Weichenlaterne, Pfeil nach links, also auch einmal hier rüber. Die scheint uns gerade entgegen, also geht es einmal geradeaus hier drüber, hier auch nochmal. Da dürften wir jetzt rechts abzweigen, also schätzen wir, dass das jetzt unser genau Zielgleis sein wird. Und bei der Einfahrt haben wir das Szenario schon erfolgreich abgeschlossen. Wir müssen also nicht mehr stehen bleiben. Ja, die Zwangsbremsung kommt jetzt daher, weil ich es nicht mehr bestätigen kann. Brauchen wir also nicht mehr bis zum Auslauf oder bis zur Ausfahrt fahren. Ich hoffe, dass euch das Szenario gefallen hat und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Hoffe, dass wir uns zu einem meiner nächsten Szenarios hier wiedersehen würden. Verabschiede mich von euch bis dahin, wünsche euch alles Liebe und Gute, euer Maverick.